Kann ich Breath of the Wild als Bockblind durchspielen? Mit einer neuen exklusiven Mod von Waikotero hatte ich die Möglichkeit, Link so gut es geht wie einen Bockblind zu spielen. Doch was genau bedeutet das? Als Bockblind darf ich zum Beispiel nur Bockblind-Waffen und Schilde verwenden und kann nicht kochen, da Bockblinds zu blöd dafür sind. Doch seht selbst, welche Herausforderungen sich für mich ergeben haben und erfahrt in diesem Video, was es mit den heiligen Bockblind-Waffen auf sich hat. Ah, Link, extrem unangenehm, wie du ohne Maske aussiehst. Sollten wir dringend ändern. Jawohl. So, Link, genau. Los, Bockblin, erblicke das Licht der Welt. Das ist mir noch nie aufgefallen, aber es gibt tatsächlich Soundeffekte von Bockblins, wenn man hier langläuft. Hört ihr das? Das wusste ich nicht. Aber wie das für einen Bockblin üblich ist, muss ich natürlich auch meinen Bockstock haben, ganz klar. Ich meine, sehe ich aus, als ob ich jetzt hier mit dem Stock kämpfen würde? Ich glaube nicht. Yo, Bro, was geht? Kennst du mich noch? Nein? Aber es sollte doch klar sein, dass ich keine Gefahr für dich bin, oder? Anderen Bockblins gegenüber verhielt ich mich immer freundlich. Logisch. Was mit dir? Überfallen. Was überfallen? Mann, ich bin einer von ihnen. Ja, wozu mich das Spiel hier verleitet? Oh, hier ist ja noch einer. Überall habe ich meine Brüder. Das ist ja voll cool. Guck mal, was eine entspannte Atmosphäre das ist. Könnt ihr einfach mit meinem Bros bisschen chillen? Wäre alles gut. Aber Link muss immer so ein Drama draus machen, weißt du? Da muss es immer Krieg geben. Oh, yo, du hast hier sogar ein Schild. Aber leider darf ich dir das nicht abnehmen. Wieso hast du eigentlich keine Angst vor mir? Guck mich an. Ich bin ein Monster. Ihr könnt mir eure Waffen nehmen, aber das wäre ehrenlos, oder? Nein, das mache ich nicht. Ich bin zufrieden mit meinem Bockstock. Der ist super. Guckt ihn euch an. Was braucht man noch, wenn man einen Bockstock hat. Alter, ich bin einfach der erste Bockblin mit einem Magnetmodul. Wie cool ist das? Junge, ich kann zaubern. So, tschüss. Die Truhe hätte ich aber schon gerne. Was haben wir denn hier? Yo, mein erster Schild. Sick, Alter. So, und jetzt bring mich raus hier, alter Mann. Als wenn ich nicht der Held von vor 100 Jahren bin, dann weiß ich auch nicht. Ich sehe ja jetzt schon aus wie ein Held. Aber wisst ihr was? Es gibt eine Sache, die ich noch bräuchte. Und das ist ein Bogen. Es geht, Mann. Hast du einen Bogen für mich? Was ist denn mit der Truhe hier? Was ein Zufall aber auch. So, dann habe ich jetzt auch einen Bogen und direkt ein paar Pfeile. Ich bin nicht nur der erste Bockblin mit einem Shika-Stein. Ich bin auch der erste Bockblin, der Schildsurfen beherrscht. So majestätisch. Oh nein. Ist das etwa ein Wächter? Scheiße, Mann. Tschüss, Alter. Bumm. Scheiße. Oh Mann, Alter. Scheiße, das gibt's doch nicht. Nein, du wartest jetzt auf mich. Komm schon. Digga, wie viel Pech kann man haben? Bumm. Was wollt ihr eigentlich von mir? Unverschämt. Jo, Jungs, habt ihr was zu fressen für mich? Es sind Feinde in der Nähe. Was für Feinde? Das sind meine Bros, Alter. Jungs, kennt ihr eigentlich die Legende vom heiligen Bockstock? Ich weiß nicht, was da dran sein soll, ne? Why are we still here? Just to suffer. Oh, die Bienen greifen mich auch so an. Zerzieht euch. Jungs, ich habe euch Honig besorgt. Komm, wir grillen uns Honig. Was passiert, wenn man Honig grillt? Kann man Honig grillen? Nein, schade. Verdammte Scheiße, jetzt habe ich doch ziemlich Hunger. Ich glaube leider, ich muss mir was zu essen snacken von euch. Ich hoffe, das stellt kein Problem dann, ne? Ihr werdet schon überleben. Oh, hi. Ich wollte mir echt nur kurz Feuer abholen. Nein! Bro, ich wollte dich nicht schlagen, es tut mir leid. Scheiße. Nein, das ist alles gut. Das war ein Versehen, wirklich. Ich wollte einfach nur an das Feuer. Ich bin so ein schlechter Bockblind. So, aber wie komme ich jetzt hier rüber, ohne den Baum zu fällen? Ich bin Bockblind. Ich krieg das nicht hin. Ich bin viel zu blöd dafür. Ich hab's. Ich weiß, was viel einfacheres als den Baum fällen. Windbomben. Jawohl! So, nicht anders. So machen das nämlich richtige Bockblins. Ich finde, Stallbockblins sehen so komisch aus, dadurch, dass sie keine Ohren haben. Bockblins Speedrun Strats. Los, Bockblin, du schaffst das. Scheiße. Komm schon, Mann. Scheiße. Ja, jetzt wird's interessant. Jungs, wärmt mich. Es ist scheiße kalt hier. So, okay. Gott, was ist los? Habt ihr was gegen mich? Bin ich euer Problem? Was habe ich denn getan? Sag mal, geht's noch? Okay, ihr habt euch selbst umgebracht, selbst schuld, aber was ist denn los? Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich hab dich mal geschlagen, hä? Das ist unglaublich, wirklich. Es geht mir manchen hier ab. Das ändert jetzt leider nichts daran, dass es scheiße kalt ist hier. Habt ihr vielleicht was für mich? Ein Apfel, ja. Aber viel weiter bringt mich das ehrlich gesagt nicht. Ich probier's mal von der anderen Seite. Vorausgesetzt, ich erfriere bis dahin nicht. Komm schon, Mann, beeil dich. Ja, halbes Herz noch. Okay, ich lebe noch. Ja, Chilis, okay. Aber Kochen übersteigt dann doch meine Fähigkeiten. Ah, aber hier sollte genug Essen sein, oder? Ja, das sollte genug sein. Aber ich nehme noch euer Fleisch mit. Ja, noch ein Grillgeflügel. Alter, okay, das sollte reichen. Ich kann 12 Herzen damit heilen. Bis darüber in der Kälte. Los geht's. Auf dem Weg ist mir dann aber noch eine andere Idee gekommen. Oh, ich hatte eine Idee. Wäre es nicht möglich? Doch, das funktioniert. Dann hätte ich das von vornherein so machen können. Jetzt kann ich nur leider nicht sprinten, das ist auch blöd. Nach einer gewissen Zeit wäre der Bockstock abgebrannt. Da dieser aber unendliche Haltbarkeit besitzt, sollte das kein Problem sein. Dachte ich. Er hat die Waffe weggesteckt. Nein! Komm schon mal, du kannst es schaffen. Halbes Herz! Ah! Oh Gott. Okay. Ja. Wir reden jetzt einfach nicht drüber, dass ich zu blöd bin, Bäume zu fällen, aber dafür hier Eisblöcke aus dem Nichts entstehen lassen kann, okay? Das soll so sein. Und auch, dass ich den hier jetzt ohne Probleme parieren werde, ist auch ganz normal. Was haben wir eigentlich hier? Ach Mensch, einen besseren Bogen, wie krass. Den nehme ich natürlich gerne mit, ne? Das Problem ist nur, mir ist leider aufgefallen, dass ich was vergessen habe. Und dafür müssen wir nochmal zurück in den Stasis schreien. Also die Frage ist natürlich, was befindet sich eigentlich in der Truhe hier? Ach Mensch, ein besserer Bockstock. Den nehme ich auch ganz gern mit. Ich glaube, ich habe mich noch nie aus dem Schrein raus teleportiert. Das sieht echt komisch aus irgendwie. Dann ging es zur Zitadelle, wo ich mir einen Herzcontainer und kurz danach das Parasegel abgeholt habe. So, und was haben wir eigentlich hier in der Truhe? Oh, ein Stachelbockschild. Ja, sick. Weil damit bin ich doch schon mal echt ganz gut ausgerüstet. Für mich ging es jetzt also quer durch Hyrule, durch die verlorenen Wälder in den Wald der Crocs, wo sich der heilige Bockstock befinden soll. Ich habe mir ein Pferd gefangen, musste es mit mehreren Wächtern und einem Stahlhinox aufnehmen und mir meinen Weg durch den dichten Nebel des Waldes bahnen. Doch dann war es soweit und ich sah ihn mit meinen eigenen Augen.
Da ist er also, der heilige Bockstock. Aber noch bin ich nicht bereit dafür. Denn bevor ich den heiligen Bockstock ziehen konnte, musste ich noch die drei Herausforderungen meistern, welche mich auf die Probe stellten. Ach ja, und den einen Schrein neben dem Dekobaum natürlich auch. So, das stellt natürlich kein Problem dar. So, stellen wir uns mal der ersten Probe. So, dafür kriege ich sogar eigene Waffen. Okay. Ihr könnt mich ja getrost in Ruhe lassen, nicht wahr? So, ich tue ich ja gar nichts. Scheiße. Muss ich es von ganz vorne versuchen? Ja, musste ich. So. So. Jungs, ich hab euch doch gar nichts getan. Oh, ihr habt doch echt Probleme alle. Ihr habt doch echt alle Probleme. Lass mich in Ruhe, komm schon. Ich hab dir nichts getan. Scheiße. Was haben wir hier? Ich brauch kein Schwert. Weg mit deinem scheiß Waldschwert, Alter. Was? Wie bitte? Ja, aber das hab ich doch. Angelegt lass. Ach, halt doch die Fresse. Nein, das war echt unfair jetzt. Komm schon. Junge, heute Abend gibt's eingelegten Krog, wirklich. Nein! Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab mein scheiß Parasegel rausgeholt. Auch ich hasse es. Oh, dieser Schlamm, Alter, wirklich. Ja, alles nochmal von vorne. Kein Problem. Es reicht mir jetzt, Alter. Na also. Sofort wieder weg mit der ganzen Krog-Scheiße hier. So, das ist mein richtiges Set. So, die erste von drei Waldprüfungen. Nach einem etwas holprigen Start ging es also weiter zur zweiten Probe, vor der ich noch mehr Angst hatte. Oh nein, es ist die Mission. Ich glaube, das ist die schlimmste von allen. Ich habe so eine Angst davor. Das könnte euch ohne Scheiß, ne? Das ist so eine schlimme Mission. Das könnte die schlimmste Schreinaufgabe im ganzen Spiel sein. Ich darf ihn auch nicht zu weit aus den Augen lassen. Und er ist so langsam. Wenn ich das First Try schaffen sollte, dann bin ich einfach Gott. Und man erkennt ihn einfach kaum. Ich habe keine Pfeile mehr, scheiße. Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 ich bin gar nicht hier. Bro, nein. Geh weiter, geh weiter. Geh einfach weiter. Ja, genau. Alles ist gut. Ich bin gerade gar nicht über diesen scheiß Ast gestolpert. Alles ist gut. Mach keinen Scheiß. Alter, war das knapp? Ja, genau, das sind schon die Blumen. Die Hälfte! Die Hälfte! Was für Hälfte, Alter? Ich habe keinen Bock mehr. Oder dieser Krog macht mich so behindert. Ja, du schaffst es. Es kommen gleich die Wölfe, glaube ich. Ein Geist? Was für ein Geist? Junge, beruhig dich. Geh weiter. Alter, der macht mich wahnsinnig. War nur ein Schatten. Ja, du Vollidiot, Alter. Ich habe keine Pfeile, Alter. Ich habe keine Pfeile. Das kann so ein Problem werden. Ich muss es echt mit Bomben machen. Wo ist er denn? Ach so, da vorne schon. Yo, ich sehe ihn einfach nicht mehr. Ja, ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da. Bitte, bitte. Ja, kann man sich auch mal mitnehmen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Wenn er jetzt nochmal trollt und sich umdreht, ne? Ich raste aus. Ich raste komplett aus, wenn ich das jetzt noch verkacke. Hast du es geschafft? Komm schon. Cutscene, bitte. Gib mir eine Cutscene. Ich bin mir unsicher. War's das? Yes! Oh mein Gott. First try. Hä, wer ist da? Das ist doch der Herr. Ja, nee, ich bin Bockbin, alles gut. Das hat sich gezogen. Aber first try. Um keine Zeit zu verlieren, ging es nach dieser Anspannung aber schon weiter zur finalen Prüfung. Die Macht der Anziehung. Okay. Soweit ich es in Erinnerung habe, ist die Aufgabe sogar die einfachste. Okay, ein verrosteter Schild. Lege in mich den alten Schild, beschützt durch die wiederkehrenden Monster. Okay, jetzt braucht er den wohl. Ja. Ah, und in ihn soll er wahrscheinlich die Truhe, richtig? Kann ich das Floß auch so bewegen? Ja, ich kann das Floß auch so bewegen, sehr gut. Scheiß auf Krogfächer, ich kann das viel cooler. Ich habe nicht mal das Schild gelesen, aber ich glaube, das sollte passen. Ja, das passt. Ja, also, das war tatsächlich einfach. Und damit war es geschafft und ich konnte mir das fünfte Herz abholen, was nötig war, um den heiligen Bockstock zu ziehen. Es ist soweit. Ich fühle mich bereit, den heiligen Bockstock zu ziehen. Du schaffst es. Der heilige Bockstock. Mit diesem heiligen Bockstock fühle ich mich doch durchaus bereit, gegen Ganon zu kämpfen. Aber irgendwas fehlt noch. Was mir fehlte, war ein würdiger Schild. Auf der Suche nach diesem ging es in den Kerker des Schlosses, wo ein weiterer Stahlhinox auf mich wartete. So, dafür gibt es den heiligen Bockschild, let's go. Alter, jetzt bin ich wirklich sick ausgerüstet. Ich sehe so heftig aus. Damit fühlte ich mich also bereit, das mit den Flüchen und anschließend Ganon aufzunehmen. So, und damit geht's jetzt los. Ja, und das Ganze quasi komplett ohne Pfeile. Wird interessant. Jedoch wurde mir relativ schnell klar, dass das ohne Heilung ziemlich schwierig werden könnte. Scheiße. Mann, oh, das wird ja richtig nervig, Alter. Scheiße. Oh Mann, Alter. Ich musste mir eingestehen, mich überschätzt zu haben und beschloss, mich etwas besser auszustatten. Dafür bin ich meine normale Schlossroute abgelaufen und habe alles Essbare, was ich finden konnte, mitgenommen und geröstet, da ich das ja nicht kochen durfte. Mit diesem Proviant und einigen Pfeilen, welche ich ebenfalls gefunden habe, fühlte ich mich jetzt aber wirklich bereit. So, damit neuer Versuch. Ich mach mir ein bisschen weniger Sorgen. Okay, Halbzeit ohne Gegentreffer, nice. Scheiße! Ich hasse es. Mann! Scheiße. Digga, was soll ich denn machen? Ja, na also. So ein Hund, wirklich. Yes! Okay, 1 von 4. Und dann halt Ganon. Ja, das blockt mein Schild alles ab. Ich hab den legendären heiligen Bockschild. Es ist mir scheißegal, was du hier machst. Was? Ich hab doch mein Schild gehabt. Egal, noch geht es, noch geht es. Das ist alles noch okay. Okay, Halbzeit. Aber der Wasserfluch ist eigentlich echt einfach. Ja, 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 ja. Hab ich ihn? Komm schon. Na, ach Mann. Auf.
Yes! Okay, 2 von 4. Fast Halbzeit, komm. Yes, Halbzeit. Ja. Yes! Yes, Alter! Okay, 3 von 4 und jetzt halt der Donnerfluch. Das wird lustig. Also ein guter Start, würde ich sagen. Ja, es läuft sehr gut. Ja, es läuft sehr gut, wow. Halbzeit, yo! Das könnte mein Rekord sein. Ich glaube, ich war noch nie so schnell. Aber jetzt wird's halt eklig, ne? So, und jetzt nicht verkacken, einfach nicht verkacken. Okay, puh. Ja, aber habe ich ihn schon? Habe ich ihn schon? Ich glaube nicht, oder? Ja. Ich hab ihn, oh mein Gott. Ich hab ihn. Ich hab ihn einfach. Das ging leichter als gedacht. So, jetzt aber, Minjung. Das war ein sehr schlechter Anfang. Wow, ich habe nicht so viel Essen noch übrig. Scheiße. Scheiße, scheiße. Ich bin zu langsam, ich bin zu langsam. Na, Junge, was ist denn los mit mir? Digga, was ist los mit mir? Ich bin so schlecht gerade, holy shit. Digga, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, das sieht nicht gut aus, wenn ich ehrlich bin. Ich habe kaum noch Heilung. Ja, nice, okay, okay. Wir machen ein bisschen Fortschritt, ja? Ja, mach gerne weiter mit dem Laser. Ja, ja, ja. Boah, dem auszuweichen finde ich so schwer. Ja, ja, ja. Okay, wie knapp war das Fehler. Er macht immer weiter. Er macht die ganze Zeit weiter damit. Ja, okay, es läuft. Ich werde gerade besser. Okay, Halbzeit. Puh. Ja, genau, das habe ich gebraucht. Scheiße, ich bin viel zu nah an ihm dran. Weg, 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 weg. Okay. Ja. Yes, yes, yes. Nein, scheiße. Davor hatte ich Angst. Davor hatte ich die ganze Zeit Angst. Ja, ich habe noch ein Herz zu heilen und dann bin ich tot. Scheiße, das wird richtig eklig. Scheiße. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich habe keinen Schaden genommen. Ich habe keinen Schaden genommen, wie auch immer. Das ist so spannend, ich kann nicht. Junge, mein Herz ist schon wieder nicht gesund. Nein, das gibt's doch nicht. Warum schaffe ich's denn nicht? Ja, ja, ja. Hab ich's? Nein, ich glaube, ich hab's noch nicht. Ich glaube, es reicht nicht. Ganz knapp nicht. Ein Treffer. Ein scheiß Treffer. Ist das dein Ernst? Yes. Ich hab's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Puh. Junge, Junge, Junge. Der heilige Bockbogen. Hier seht ihr ihn, den heiligen Bockbogen. Und auch der verschießt natürlich Lichtpfeile, ganz klar. Und damit war es geschafft und ich konnte Zelda BOTW als Bockblind durchspielen. Zack. Danke fürs Zuschauen.